Ach, ich bin zu wichtig, um auf Events zu gehen, wo ich nicht persönlich eingeladen bin. Ich muss noch diese Serie unbedingt zu Ende gucken. Oh, ich bin so müde. Ich kenne dort niemanden. Mit wem soll ich denn reden? Ich habe noch so viel zu erledigen. Hallo ihr Lieben und willkommen zum neuen Video. Das waren die Gründe, warum Menschen nicht auf Events gehen. Ich möchte euch fünf Gründe nennen, warum es unglaublich wichtig ist, auf Events zu gehen. Grund Nummer 1: Networking. Auf Events trifft man alle möglichen Menschen aus allen möglichen Bereichen. Es sind interessante Menschen. Es sind Menschen, die man so auf der Straße oder woanders nicht treffen würde. Networking ist unglaublich wichtig. Grund Nummer 2: Business Opportunity. Auf Events trifft man ja natürlich auch sehr viele Menschen, die in demselben Bereich arbeiten. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall eure Ideen mit Menschen, die für diesen Bereich relevant sind, besprechen. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es sehr hilfreich ist, wenn man auch seine Ideen mit Menschen, die eben für diesen Bereich relevant sind, bespricht. Man bekommt sehr viel Feedback. Man tauscht sich aus und natürlich ist mir schon ganz oft passiert, dass nach den Kontakten auf solchen Events tatsächlich auch Buchungen stattgefunden haben. Außerdem sammelt man natürlich durch die Gespräche mit den verschiedenen Menschen auf Events, sammelt man auch neue Ideen für vielleicht neue Produkte, neue Services, neue Partnerschaften oder auch neue Projekte. Grund Nummer 3, das ist Personal Branding. Ja, das ist ein unglaublich wichtiges Thema. Man kann sich selbst präsentieren, auch auf solchen Events. Das heißt, man unterhält sich ja mit Menschen und die Menschen bekommen Eindruck, aha, wer ist diese Person, was kann sie, was weiß sie. Und so kann man auch seinen persönlichen Brand weiterentwickeln. Grund Nummer 4, Motivation. Ja, das ist ehrlich gesagt für mich ein besonders wichtiger Punkt, denn man trifft ja auf solchen Events auch viele besonders erfolgreiche Menschen oder Menschen, denen man vielleicht in dem einen oder anderen Bereich nacheifern möchte. Und das motiviert unglaublich, auch seine eigene Arbeit ja, weiterzumachen und weiterzuentwickeln. Und das motiviert einen einfach besser zu werden in dem, was man tut. Grund Nummer 5 ist Wissen. Man geht ja auch auf viele Events, um einfach neues Wissen sich anzueignen. Also wenn es jetzt neue Technologien vorgestellt werden, dann erfährt man so natürlich über die neuen Trends, wohin gehen Technologien in dem einen oder anderen Bereich. Also ich bin zum Beispiel auf sehr vielen Events, die im Bereich Cyber Security sich zum Beispiel drehen. Oder wenn man im Bereich zum Beispiel Marketing zu einem Event geht, dann erfährt man über neue Trends, über neue, vielleicht auch Technologien, die man im Bereich Marketing verwenden kann oder neue Programme. Und ja, also man sammelt auf jeden Fall sehr, sehr viel wertvolles Wissen auf solchen Events. So, und bevor ihr mir schreibt, das ist Jenny, jetzt war ich auf einem Event und es war eine absolute Zeitverschwendung. Ja, solche Events gibt es auch und die habe ich auch schon zu genügend erfahren. Es gibt auch Events, wo ich nach Hause fahre und denke, warum bin ich da hingegangen? Das war eine absolute Zeitverschwendung. Aber ihr müsst bedenken, dass man es natürlich vorher nicht weiß. Das heißt, man geht auf fünf Events, vier davon sind super. Man trifft die richtigen Leute, man erfährt die richtigen Sachen. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und dann gibt es ein Event, wo man sagt, das war eine absolute Zeitverschwendung. Aber da man es nicht vorher weiß, lohnt es sich einfach hinzugehen und es auszuprobieren. Außerdem könnt ihr dann vergleichen, was sind erfolgreiche Events, was sind nicht erfolgreiche Events. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr wertvolle Information, falls ihr auch mal selber Events organisieren wollt. Und wenn ihr Events, Eventvorschläge für Tel Aviv braucht,
dann schreibt mir auf jeden Fall. Da kann ich euch sehr gerne Empfehlung für Events geben. Danke für das Zuschauen und bis bald.